Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen austauschen möchte. Und zwar werden wir uns heute mit dem Thema Model Mergen oder dem Mischen von Models im Comfy UI beschäftigen. Das ist im Prinzip keine große Sache, obwohl doch, obwohl auch wieder nicht. Weil beim Testen, also ist mir aufgefallen, an manchen Stellen ist es ein bisschen verwirrend, je nachdem wie man den Workflow aufbaut, da muss man ein bisschen aufpassen. Mir fiel sofort Schrödingers Komplexität ein. Also auf der einen Seite super simpel, auf der anderen Seite kann es kompliziert werden. Aber gut, vielleicht kommen wir da durch. Ich versuche es mal. So, Model Merging. Das kommt mit Comfy UI im Basispaket mit und ihr findet es hier im Advanced-Bereich unter Model Merging. Und da gibt es einmal die Model Merge Simple und es gibt die Model Merge Blocks. Wir werden uns auf die Model Merge Simple beschränken in diesem Video, weil die Model Merge Blocks ist auch noch für mich sehr verwirrend. Wir haben auch hier zwei Models, die man reinschmeißen kann. Wir haben aber hier einen Input-Parameter, wir haben einen Middle-Parameter und einen Out-Parameter. Ich glaube, der Out-Parameter ist in etwa das, was hier oben die Ratio ist in dieser Node. Was Input macht, was Middle macht, ist schwierig zu erraten. Ich habe mit den Zahlen rumgespielt, konnte aber nicht so wirklich erkennen, was es tut. Und leider haben wir hier auch auf der Comfy UI Seite keine gute Beschreibung. Hier ist ein Beispiel von Comfy UI selber, wie man Merging betreibt. Aber hier haben wir auch nur Middle Output Blocks of the UNet can have different ratio. Hier ist es nicht sehr gut beschrieben. Und im Node Guide von Comfy UI selber, wenn man hier unter Core Nodes guckt, Advanced, hat man leider überhaupt gar keine Beschreibung. Also hier hinkt die Dokumentation leider ein bisschen nach. Deswegen beschränken wir uns auf die Model Merge Simple Node. Okay, Model Merge Simple, die machen wir noch einmal aus. Mit Steuerung M geht das. Alternativ klickt hier rechts drauf und sagt Mode Never. Damit könnt ihr die auch ausblenden. Mal so nebenbei. Okay, im Basis-Setup. Ich benutze wieder die Tiny Terra Nodes. Habe an dieser Stelle den Seed ausgeklammert für den Sampler. Als Model benutze ich das Epic Realism. Wir haben ein Baked VAE, was auch aus diesem Model kommt. Clipskip minus 1 als Prompt. A beautiful woman in a color T-shirt and short trousers holding ice cream, summer sunshine. Und als Negative Text Watermark und Embedding Easy Negative. Das habe ich auch schon in meinem Textual Inversion Video vorgestellt. Ansonsten ist alles gleich geblieben, außer hier die Höhe auf 768 gesetzt, damit wir Porträtbilder erhalten. Und ich würde sagen, wir lassen das mal eben starten. Ah, Moment. Ja, ich weiß, woran es liegt. Wir brauchen einen anderen Seed, weil ich vorher schon rumprobiert habe. So. Wir haben ein Bild erhalten, ein, ja, so wie wir es haben wollten, ne? Eine glückliche Frau mit Eiscreme, im Sommer sogar mit Hütchen. Und jetzt können wir direkt die Model Merge Node ins Spiel bringen. Und zwar packen wir die mal hier hinten hin. Was ihr jetzt nämlich machen könnt, ist, ihr könnt jetzt Models vermischen. Und zum Mischen brauchen wir natürlich erstmal ein zweites Model. Dafür nehmen wir den Load Checkpoint vom Comfy UI. Ich nehme an der Stelle Mistun Amethyst. Mistun Amethyst ist ein Model, welches Disney-ähnliche Bilder generiert. Link packe ich euch auch in die Beschreibung. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr gerne damit rumprobieren. Ich habe es jetzt genommen, weil es wirklich ein krasser Unterschied ist zu unserem Realism-Model, damit man die Unterschiede deutlicher sieht. Und wir können jetzt nämlich hier Model 1 und 2, wir verbinden Model 1 mal aus der Tiny Terra Node, hängt jetzt da drin, ja, weil wir erhalten das Model ja durch die Pipe durch hier rein und als Model 2 nehmen wir unser Mistun Amethyst. Und die Ratio an sich besagt, mit einem Wert von 1 habt ihr 100% Model 1, mit einem Wert von 0 habt ihr 100% Model 2. Ich merke mir das immer so, 1 zu 1. Also wenn es auf 1 steht, habt ihr Model 1. Model 2 ergibt sich dann ja aus dem Gegenteil.
Wenn wir jetzt hier zum Beispiel 0,5 eingeben, dann haben wir ein 50%iges Mischverhältnis zwischen dem Epic Realism Model und dem Misthun Amethyst. Auch hier packen wir nochmal einen weiteren Sampler hinzu, verbinden die Pipe hier rüber und nehmen hier aber das Optional Model aus unserer Model Merge Node. Und das lassen wir jetzt mal laufen. Und wir sehen, wir haben eine Mischung aus beiden Models erhalten. Den Hut hat er jetzt in ein Sonnenschirm-ähnliches Gerät verwandelt im Hintergrund. Aber gut, ne? Der Unterschied ist klar. Wir haben jetzt 50% Toon-Anteil in unserem Realistic-Foto. Das können wir auch nochmal auf 60% erhöhen. Dann kriegen wir, ne, je näher an der 1, umso näher an Model 1. Das heißt, wir bleiben mit 60% ein Ticken mehr am Realismus-Model. Und das sieht man hier, glaube ich, auch ganz gut. Die Dame hat ein bisschen mehr Lachgrübchen bekommen. Genau. Okay, und das könnt ihr im Prinzip beliebig weiterführen. Wir können jetzt nochmal sagen, wir machen jetzt nochmal einen Model-Merge. Und wir hätten gerne ein Model, was ein bisschen, sagen wir mal, auf unser schon Toon-Model ein bisschen mehr Anime-Anteil noch reinmischt. Dann nehmen wir hier nochmal wieder einen Checkpoint-Loader und sagen, unser gerade generiertes Model ist Model 1. Wir können auch von hier oben weitergehen, wobei an der Stelle bin ich mir nicht mehr sicher und das meinte ich mit Schrödingers Komplexität. Deswegen nehmen wir uns Model 1 aus unserer Model Merge Node und packen hier noch das Anything V5 Ink Model zusätzlich hinzu. Und aus Erfahrungen weiß ich, dass 0,7 ist an der Stelle ganz gut. Wir brauchen noch einen weiteren Sampler. Packen den mal hier oben näher. Die Pipe können wir hier rüberziehen. Wir nehmen aber das Model als Optional Model hier rüber. Und mit diesem Setup jetzt haben wir uns eine Mischung gebaut. Wir haben unser Epic Realism Model. Wir mischen es zu 60% mit einem Toon-basierten Model. Und im Anschluss fügen wir dieser Mischung noch 30% Anime zu, weil, ne, wir haben 0,7 vom Original-Mischmasch und dann die übrigen 0,3% kommen aus dem Anime-Model. Und wenn wir das mal laufen lassen, dann lädt er natürlich erstmal das Anime-Model. Und dann läuft er los. Und wir sehen hier an dieser Stelle ganz gut, dass unser Toon-Bild, oder was inzwischen auch schon so in Richtung 2,5D geht, wesentlich mehr Anime-Anteil jetzt erhalten hat. Und das kann man beliebig mischen. Ein Unterschied, den ich entdeckt hatte, ich versuche den nochmal eben zu reproduzieren, war, wenn wir jetzt nämlich sagen, wir machen den Model Merge nicht hier hinten aus der Node raus, sondern hier aus der Node. Ich will das noch einmal validieren. Nein, wir kriegen das ähnliche Bild. Dann weiß ich nicht, was ich beim letzten Mal falsch gemacht habe. Dann weiß ich es nicht. So, wir bauen es nochmal eben zurück. Dass es ein bisschen schön aussieht. Passt das? Das passt. Wir wissen alle, das Auge rendert mit. Die können wir auch nochmal wieder einen Ticken nach links schieben. So, aufgeräumt. Ja, ist natürlich dann irgendwann schwer nachzuvollziehen, wenn man gewisse Models mischt, deswegen empfiehlt es sich immer Zwischenschritte zu machen, damit ihr seht, wie ist euer Mischverhältnis in so einem Zwischenschritt, um dann weitere Schritte hinzuzufügen. Wer sich mein LoRa-Video angesehen hat, im LoRa-Video hatte ich ja schon bereits erklärt, dass diese LoRas, die Low-Rank-Adaptions, sich in die Models reinsetzen, also die vermischen sich mit dem neuralen Netzwerk der Models. Und was das bedeutet ist, was anderes machen wir hier an der Stelle eigentlich auch nicht. Wir mischen ja die neuralen Netzwerke,
die Schwerpunkte in den neuralen Netzwerken miteinander, um dann am Ende neue Bilder zu generieren oder mit neuen Stilen. Das funktioniert allerdings auch mit LoRas. Das heißt, wenn ihr irgendwo in dieser Kette und da müsst ihr aufpassen, das ist auch wieder so ein Stück weit Komplexität. Wenn wir hier an der Stelle mal die Detailer-LoRa mit einer Stärke von 1.2 hinzufügen und die Bilder generieren lassen, dann mischt sich dieses LoRa auch mit in unsere Models rein. Wir kriegen schon ein etwas anderes Bild, weil es haben sich natürlich Werte geändert. Für die Folgebilder ist es jetzt nicht mehr so glücklich gelaufen. Man sieht den Unterschied noch, dass das Eis hier irgendwie rumschwebt. Lassen wir mal stehen. Aber wir haben jetzt überall, da wir es hier vorne eingebunden haben, durch die gesamte Kette diese Detail-LoRa mit hinzugefügt. Wir können es nochmal mit einer anderen LoRa versuchen. Die C4D kann ich euch auch mal reinpacken. Die macht irgendwie so einen Chibi-Style, so einen 3D-Effekt. Kann man auch gut reinmischen. Wir probieren es mal aus. Ich habe es selber noch nicht in diesem Setup mit diesem Seed etc. ausprobiert. Das passiert alles live. Wir sehen hier vorne schon an der Stelle, dass die LoRa greift rein. Wir haben auch eine Stärke von 1,2. An der Stelle passt sie wahrscheinlich wieder ein bisschen besser. Und im Anime-Mischmasch passt sie auch ganz gut. Die Sache ist aber, wir haben das jetzt natürlich durch die gesamte Kette durchgezogen. Wir nehmen die nochmal weg. Damit haben wir die beiden Models hier wieder befreit. Und jetzt ist die Frage, wir können ja auch hier an dieser Stelle eine LoRa hinzufügen. Wenn wir die jetzt hier hinzufügen, mit einer Stärke von, ich bleibe mal bei 1, also das ist unser trainiertes Mischmodell aus Realism und Toon. Und dann sagen wir, wir möchten das Ganze nicht von dieser Stelle hier aus mergen, sondern gehen mal hier rüber, ziehen den Sampler hier rüber, damit man die Verbindungen besser sehen kann. Beziehungsweise wir ziehen es mal hier oben rein. Sondern wir möchten, unser Model 1 kam derzeit hier hinten aus unserer Merge Node. So, und wenn wir das jetzt verbinden, dann sollte eigentlich, wir fangen nochmal an zu rechnen, wir kriegen wieder unser Ursprungsbild aus dem Epic Realism. Ab dieser Stelle hier in unserem Toon-Mischmasch wird die LoRa mit eingebaut, die C4D an der Stelle. Und hier hinten wird sie auch wieder mit in das Anime-Mischverhältnis reingemischt. Also da müsst ihr darauf achten, ein bisschen, wie ihr in der Kette vorwärts geht. Wenn ihr hier vorne in einem Pipe Loader das macht, dann schleift ihr es natürlich irgendwie durch. Aber ihr könnt auch jederzeit in der Kette LoRas noch hinzufügen, die sich dann ins Endresultat reinmischen. Okay, ich stelle nochmal wieder den Ursprungszustand her. So und so. Genau, ich habe das entferne ich mal. Ich entferne die LoRa. Hier vorne haben wir auch keine LoRa mehr drin. Nein, das ist gut. Ich lasse die Ursprungsbilder nochmal wieder herstellen. Und während das läuft, ihr habt jetzt einen Checkpoint gemixt, ne? Ihr sagt jetzt, ja, das hier, das ist genau das, was ich immer haben wollte. Ich wollte jetzt so eine Mischung aus Cartoon und Anime haben, basierend auf einem Realismus-Model. Das ist perfekt, da habe ich nächtelang von geträumt. Dann könnt ihr auch unter Advanced Model Merging Checkpoint Save diese Node reinladen. Und was an dieser Stelle passiert, ist, ihr zieht euch euren gemergten, euer gemergtes Model hier raus. Könnt ihr auch hier oben von machen. Dann habt ihr hier auch noch an der Stelle die Möglichkeit, eine LoRa einzubinden. Aber man will ja eigentlich das Endresultat hier sehen. Ihr braucht noch einen Clip, den könnt ihr euch auch hier oben rausziehen.
Und ihr braucht eine VAE. Wir nehmen auch mal die Standard VAE hier. Natürlich könnt ihr an der Stelle hier auch noch, das ist eigentlich ein guter Punkt, wartet. Wenn ihr ein Load VAE benutzt, sagen wir mal, wir haben hier eben mit der Baked VAE vom Epic Realism gearbeitet. Zieht die Optional VAE hier rein, sagt, ihr möchtet an der Stelle eine Anime VAE haben. Und die mache ich nochmal aus. Berechnet euer Bild neu. Dann habt ihr jetzt an der Stelle eine Anime VAE benutzt. Und das könnt ihr nämlich hier unten dann auch machen, indem ihr, wir lassen es simple, wobei beim Überprüfen der VAE würde ich schon sagen, ihr geht hier in das Optional VAE rein und zieht dann die VAE hier unten wieder raus in diese Node. Die machen wir mal wieder an. Sagen wir mal, das ist jetzt das, was wir haben wollten. Hier. Und nimmt die Checkpoint Safe Node, drückt einmal auf Q, dann wird die grün, dann rattert die ein bisschen rum, dann macht die Dinge im Hintergrund. Und zwar, ist nicht überraschend, ich weiß, sie speichert euren erstellten Checkpointen. Das war es auch schon, sie ist fertig. Und finden könnt ihr das Ganze in eurem Ordner Comfy UI. Output, da wo die Bilder liegen, ist jetzt ein Checkpoints-Ordner entstanden. Und hier ist der Checkpoint, den wir gerade eben erstellt haben. Also unser gemischtes Model. Mit allen LoRas, wir haben die VAE mit reingepackt. Wir haben die ganzen Mischungen hier mit drin. Und das können wir jetzt im Prinzip sagen, wir schneiden das einmal aus. Steuerung X. Dann geht ihr in euren Comfy-UI-Models-Folder. In Checkpoints, macht hier Steuerung V, fügt den mal ein und ihr könnt jetzt an dieser Stelle, ich werde das einmal kurz wegspeichern, so, ich habe es gespeichert, damit ihr es euch hochladen könnt, weil wir werden den Workflow jetzt mal wieder zerstören. Wir nehmen nämlich jetzt mal alles von hier hinten wieder weg und gehen auf ein Basis-Setup zurück. Back to the roots sozusagen. Und jetzt könnt ihr einmal hier Refresh drücken und dann hier reingucken. Und hier seht ihr Comfy UI 00001 Safe Tensors. Den Namen könnt ihr natürlich vergeben, wie ihr wollt. Aber das ist unser gerade erstellter Checkpoint. Und den können wir jetzt einmal laden lassen und mit demselben Setting im Basic Setup durchlaufen lassen. Und es ist nicht überraschend, wir erhalten unser Bild, was wir eben auch hatten, weil wir haben ja noch den Seed gleich. Und wenn wir den jetzt mal auf Randomize stellen und wir lassen das Prompt, dann machen wir mal 10 Prompts hier oder 15, was soll's. Dann können wir uns ganz viele Bilder in dem Stil erstellen lassen, die wir gerade, also den Stil, den wir gerade erstellt haben. Ja, damit sind wir durch für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte was vermitteln. Ihr könnt selbstständig danach oder jetzt selbstständig Models mischen und vielleicht sieht man ja das ein oder andere Merch-Model von euch auf Civit AI selbst hochgeladen, verschiedene Stile gemixt oder so. Das wäre natürlich richtig cool. Aber wie immer wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß beim Rumprobieren, beim Rumexperimentieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.